Das heutige Video hat was mit Reifen zu tun. Geplant ist das Ganze als kurzes Erklären-Plauder-Video. Bevor wir aber zum Erklären und zum Plaudern anfangen, ein kurzer Disclaimer. Die Reifen in diesem Video wurden teilweise selbst gekauft, teilweise von Schwalbe zur Verfügung gestellt. Alle, ich weiß nicht, Maxis, Conti und sonstigen Fanboys, jetzt stellt euch euren eigenen Lieblingsreifen vor, den ihr da in der Hand habt. Das ist kein Reifen-Review-Video. Wir gehen nicht darauf ein, welcher Reifen besser ist als ein anderer, sondern wir erklären grundsätzliche Dinge von Mountainbike-Reifen, die für, richtig, alle anderen Reifen genauso gelten. Weil das Wichtigste beim Reifen ist immer noch, dass er das macht, was ich will und was ich brauche und nicht das, was am Reifen draufsteht. Da kann noch so was Schönes, Tolles draufstehen am Reifen, wenn es der falsche Reifen ist für dich und oder deinen Einsatzzweck, nutzt das alles nichts. Und da sind wir schon beim allerersten Thema. Moment. Ich bin das ganze 2021 mit so Classic Skin Reifen durch die Gegend gerollt und habe, man kann es ja ganz offen sagen, überhaupt keinen Unterschied gemerkt. Also es macht auch keinen Unterschied. Das Wichtigste ist immer noch die Lauffläche, was die Farbe betrifft, weil nur schwarze Laufflächen können auch so weich sein, dass sie Grip erzeugen. Hellere, weiße zum Beispiel, Laufflächen werden immer ein bisschen härter sein wie schwarz. Aber das ist eine chemische Diskussion, die fangen wir jetzt nicht an. Es geht um die Seitenwände. Also, Seitenwandfarbe ist grundsätzlich pure Geschmackssache und sonst nichts. Das ist eine Optiksache, sonst nichts. Ne? Das ist ein Gag quasi. Irgendwelche komischen Geschichten von früher, dass, weiß nicht, helle Seitenwände lassen Luft leichter durch oder irgendein Blödsinn. Grundsätzlich nein. Grundsätzlich funktioniert jeder Reifen gleich gut, wenn es der gleiche Reifen ist und er sich nur in der Seitenwandfarbe unterscheidet. Funktionieren die Reifen innerhalb der Reifen alle gleich gut. Die Seitenwandfarbe hat keinen Einfluss auf die Performance des Reifens. Es gibt viel wichtigere Dinge, die sich auf die Performance auswirken. Und die schauen wir uns jetzt an. Eines noch, weil ich da gerade reinschaue. Wir reden natürlich in dem Video jetzt grundsätzlich von Mountainbike-Reifen. Wir reden nicht von Reifen für Rennräder, Fatbikes, Trekkingbikes oder ähnliches, die man entweder tubeless fahren kann oder die man mit Schlauch fahren kann, die man beides fahren kann. Ich rede hier nicht von Reifen, die nur für Schlauch geeignet sind oder nur für tubeless, gibt es glaube ich nicht, weil man kann jeden tubeless-Reifen mit Schlauch fahren. Also wir reden hier grundsätzlich von Mountainbike-Reifen in der Dimension von 2,25 aufwärts bis 2,6. Und noch dazu gesagt, nicht für den Renneinsatz. Wir sind alles private Spaßfahrer, keiner von uns fährt Rennen. Deshalb brauchen wir auch keine Rennversionen von irgendwelchen Reifen, sondern wir brauchen möglichst alltagstaugliche Reifen, die uns dennoch auf unseren Wegen begleiten, beschützen, helfen, unterstützen. Aber es nicht zwingenderweise im Renneinsatz das beste Performance-Ergebnis bringen, das man sich nur vorstellen kann. Ich brauche nicht einen Reifen, der einen Renndurchgang überlebt. Ich brauche einen Reifen, der am besten die ganze Saison überlebt. Hm? Apropos Spaßfahrer und Schlauch. Solltest du dich mal geschlaucht, luftlos, platt wie ein alter Reifen fühlen, aber nicht einfach nur rumhängen wollen, da habe ich was für dich. Da empfehle ich dir, dich ganz elegant sportiv auf die Matte am Boden zu schwingen für eine Runde Gymnastik. Oder noch besser, ein paar Yoga-Asa-Ananas und den Sponsor des heutigen Videos. Egal ob als toter Fisch, Vierfüßler, wankender Baum. Einstürzende Schulterbrücke, der rollende Schneidersitz. Spätestens bei der Krähe mit Ball wirst du zum Happy Baby und dir wird einfallen, dass dir nur mehr Riedli hilft. Worauf man bei Reifen achten sollte, lernen wir in dem Video. Worauf man bei den geliebten Yoga-Figuren des toten Fisches und des wankenden Baumes achten sollte, kannst du dir mit der Riedli-App selbst nachlesen. Riedli bietet dir quasi unendlich viele Magazine zum Preis von einem Magazin. Alles in einer App. Teilbar mit deiner Familie und deinen Freunden, offline runterladbar, raufend ergänzt durch neue Magazine, kein Platzbedarf, kein Gewicht, alle Zeitungen immer überall, auf der Yogamatte, unterwegs und zu Hause. Ich bin mir sicher, dass dein Yogalehrer auch bereits die Riedli-App nutzt und es dir deine Faszien danken werden, wenn du die Riedli-App benutzen wirst. Danke an Riedli für Sponsor dieses Videos. Den Link zur aktuellen Aktion findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du auf den Link drückst, sage ich erst einmal Danke für deinen Support und zweitens wünsche ich dir viel Spaß beim Durchblättern deiner Lieblingsmagazine. Und jetzt geht's wieder zurück
zu den Reifen. So, aber jetzt langsam geht es zu den Reifen. Was macht ein Reifen eigentlich zum Reifen? Gute Frage. Was macht ein Reifen eigentlich zum Reifen? Tja, was macht einen Reifen zum Reifen? Ich würde mal sagen, damit ein Reifen überhaupt so dasteht, wie er jetzt dasteht oder gehalten werden kann, wie ich ihn jetzt halte, braucht er ein... Richtig? Genau, da habe ich es gehört. Habt ihr es auch gehört? Ein Skelett. So wie wir Menschen auch, braucht auch ein Reifen eine Art Skelett. Irgendetwas innen drin, das ihn so macht, wie er ist, dass er so ist, wie er ist, wie wir es gerne hätten. Beim Reifen wird dieses Skelett meistens Karkasse genannt und ist ein Gewebe. Stoff. Im weitesten Sinne nicht wirklich. Hightech, Kevlar, was ich, was der Teufel alles da drin ist. Aber ein Gewebe. Vergleichen wir das mit einem Pullover zum Beispiel. Nehmen wir Dieterwell zum Erklären, das muss auch funktionieren. Da zum Beispiel steht drauf 60 TPI. 60 TPI. TPI steht für Threads per Inch, also quasi Fäden pro Zoll quasi. Sagt quasi was aus über die Dichtheit, wobei es nicht Luftdruckdicht, sondern wie dicht die Fäden aneinander gestopft sind, aber auch wie dick die Fäden aneinander gestopft sind, weil bei 60 dpi sind unter Anführungszeichen nur 60 Fäden pro Zoll, aber jeder einzelne Faden ist dicker als zum Beispiel bei 120 dpi, wo ich 120 Fäden pro Zoll habe, die dann dünner sind. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, so ein Reifen mit 60 dpi ist quasi wie so ein stabiler, massiver, karatziger Wollpulli von der Oma. Und ein Reifen mit 120 TPI ist dann quasi eine Art Kaschmir-Pullover. Also viel feiner und dünner und nicht zwingenderweise besser. Es kommt auf den Einsatzzweck drauf an. Mit 120 TPI ist der Reifen ein bisschen elastischer und dynamischer und leichter und flexibler. Mit 60 TPI ist er aber wahrscheinlich ein bisschen stabiler, weil auch jeder einzelne Faden schon für sich genommen stabiler ist. Dafür ist er vielleicht nicht so elastisch und dynamisch. Kommt davon, was ich will. Wichtig ist nur, umso stabiler ich einen Reifen haben will, umso weniger sollte ich einen Reifen nehmen, der nur eine Lage 120 TPI hat. Das ist nämlich dann ungefähr so wie ein ganz dünner Kaschmir-Pulli. Zwei Lagen 60 TPI ist ungefähr so wie zwei dicke Pullis von der Oma übereinander. Also das nur so zum Vergleich, falls das dem einen oder anderen das hilft, ne? Der Pulli-Vergleich quasi. Und dieses Gewebe, das da innen drin ist, ob das jetzt 60 dpi, 120 dpi oder sonst irgendwas hat, dieses Gewebe sorgt dafür, dass der Reifen mit grundsätzlich funktioniert. Ich könnte jetzt nur mit dem Gewebe schon fahren gehen. Der Reifen würde aber nicht auf der Felge halten, weil dazu braucht man doch so ein Kevlarband. Nennen wir es Kevlarband. Ob es an Sie so nicht ist, jetzt, da jetzt dahingestellt. Aber früher war hier Draht drin, diesen runden Ding da. Da war Draht drin und den ganzen Reifen konnte man gar nicht zusammenfalten oder sonst irgendwas. Jetzt sind da so Kevlarbänder drin, sagen wir dazu, die den Reifen trotzdem stabil halten, aber trotzdem dafür sorgen, dass man den Reifen da irgendwie relativ kommod zusammenlegen kann und transportieren kann und aber auch in der Regel auch leichter montieren kann und demontieren kann. Drahtreifen haben den riesigen Vorteil, sie sind billiger und schwerer. Bei vielen Leihbikes und Bikepacks sind Drahtreifen drauf, weil es wurscht ist und weil es billiger sind. Ich selbst würde auf einem Mountainbike, mit dem ich fahre, im freien Gelände, keine Drahtreifen montieren, weil Drahtreifen im Fall einer Panne vielleicht ein bisschen eine Challenge sind, wenn man es dann im Wald runternehmen will. Auf, ich sage mal, halbwegs bisschen sportlich genutzten Mountainbikes würde ich ausschließlich Faltreifen, also solche mit so einem Kevlarband, die keinen Draht drin haben, sondern die man zusammenschnuddeln kann, würde ich ausschließlich Faltreifen montieren und keine Drahtreifen. Fährst du in deinem Rad nur im Bikepark, willst du dort die billigsten Reifen vernudeln, weil dir das wurscht ist, hauptsache du hast irgendeinen Reifen drauf, wenn du eh nur durch die Luft fliegst, dann kannst du vielleicht auch mit Drahtreifen glücklich werden. Es gibt ja Hersteller, die schreiben das voller Stolz drauf, andere Hersteller ignorieren das komplett, weil es einer wurscht ist. Am Reifen steht zum Beispiel die Dimension drauf, die er hat. Wird jetzt einer sagen, Moment, der 29,26er ist eh klar, welche Dimension der hat. Nein, ist eben nicht klar, weil 29,26 sagt nämlich gar nichts. Das ist so wie
Wenn ich sage Vanilleeis, Vanilleeis schmeckt auch bei jedem zweiten Eismacher anders wie beim anderen Eismacher. Ne? Und trotzdem ist Vanilleeis. Genauso ist es mit 2926. Die wahre Dimension wird nämlich in Millimeter angegeben und steht auf jedem Reifen auf der Flanke drauf. Hier steht zum Beispiel 62-622. Und die 62 sind dabei die Breite Millimeter und die 622 ist der Durchmesser. Das heißt, das ist ein 29,24er in Wirklichkeit. Mit einer echten Breite von 62. Steht nämlich drauf. Auch wenn als 24er geführt wird. Nicht jeder 24er ist wirklich 24. Manche 24er sind ein bisschen breiter, manche ein bisschen schmäler. Wie breit sie wirklich sind, steht drauf. Der da ist 62. /622, also 29,24, aber in echt ist er 62 mm breit. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ich einen Rahmen habe, wo es schon eng wird mit dem Reifen und wo vielleicht der eine sagt, na, 2,5er passt nicht mehr rein, beim 2,4er wird es schon eng. Auf die Millimeter achten und schauen, was der Hersteller bei seinem Reifen wirklich angibt als Dimension in Millimeter. 65,584. Was sagt uns da als totale Profis jetzt? 65 ist die Breite, das heißt, das ist ein 2,6er-Raffen. 5,84 wiederum ist der Durchmesser, das heißt, das ist ein 27er-Halber. Die 29er haben als Durchmesser 6,22, die 27er-Halber haben als Durchmesser 5,84. Ein 2,35er-Reifen ist 60 mm breit, 29 Zoll, also 60-622. Sind jetzt endgültig alle eingeschlafen oder ausgestiegen? Kommt noch irgendwer mit? Oder? Merkt euch nur, wenn irgendwo so dubiose Reifengrößenangaben sind. 6,22 heißt immer 29 Zoll, 5,84 heißt immer 27,5 und der Rest ist die Breite Millimeter. Was steht noch drauf auf dem Reifen? Dann steht da noch maximal 3,5 Bar oder 50 PSI. Das ist jetzt nicht der Reifendruck, mit dem du fahren sollst. Nein, überhaupt nicht. Der Reifendruck, mit dem du fahren sollst, ist ganz anderer. Es abhängt davon, welches Gewicht du hast, wie du fahrst, welche Karkasse da drin ist. Da gibt es viele Faktoren. Da gibt es bereits ein paar Videos zu dem Thema Luftdruck. Die findet man in der Reifen-Playlist bei mir am Kanal. Wichtig ist, die Zahl hier heißt am maximal. Mehr sollte ich nicht reinpumpen, weil sonst irgendwelche mechanischen Schäden zu erwarten sind oder das Ding von der Felgen herunterhupft oder sonst irgendwas. Das ist nur der Maximaldruck. Die Druckempfehlungen, die der Hersteller hier draufdruckt, sind grundsätzlich Mumpitz, außer beim Maximaldruck aufpassen und, falls es draufsteht, auch beim Minimaldruck, weil in beiden Fällen mit mechanischen Schäden am Reifen gerechnet werden könnte. Okay, aber grundsätzlich ist euer idealer Reifendruck nicht am Reifen drauf gedruckt. Das, was da drauf steht, nicht einpumpen. Okay? Rotation, ja, die Rotationsrichtung. Es gibt laufrichtungsgebundene Reifen, die müssen in eine Richtung rollen. Und dann gibt es nicht laufrichtungsgebundene Reifen, die kann ich montieren, wie ich will. Wenn ich eine Laufrichtung habe, dann steht am Reifen drauf Rotation, Rotation. Und so sollte ich ihn einbauen. Habe ich einen Schwalbereifen, dann weiß ich in Rotationsrichtung der bunte Strich einfach nach links und der Reifen ist richtig eingebaut. Andere Hersteller haben andere Hinweise. Manchen Hersteller bedruckt seinen Reifen zum Beispiel nur auf der Antriebsseite, also dort, wo Kassette und Kette ist. Dann weiß ich auch, wie der Reifen draufgehört. Wenn ich nicht nach dem Laufrichtungspfeil suchen will, ansonsten nach dem Laufrichtungspfeil suchen und alles ist gut. Wenn ich einen Reifen falsch montiere, das heißt gegen seine Laufrichtung, wird er trotzdem rollen, trotzdem funktionieren, trotzdem genutzt werden können. Er wird vielleicht aber nicht so rollen und nicht so funktionieren, wie es sich der Hersteller gedacht hat. Bei einem Reifen, der nicht laufrichtungsgebunden ist, habe ich den Vorteil, ich kann ihn fahren. Wenn die Stollen schon abgenutzt sind, drehe ich quasi um und fahre ihn noch einmal neu. Das heißt, von dem kann ich, ich würde sagen, die doppelte Laufleistung rausholen, aber mehr Laufleistung rausholen als bei einem rotationsrichtungsgebundenen Reifen. Das wahrscheinlich schon, ist aber richtig, natürlich auch wieder abhängig von der Gummimischung. Jo, wo sind wir stehen geblieben? Gewebe, TPI. Faltreifen, Drahtreifen. Beim Profil überlegen sich die Hersteller nämlich immer die lustigsten Dinge, um es uns Konsumenten, wie soll ich sagen, nicht zwingenderweise schwerer zu machen, aber leichter auch nicht unbedingt. Ich bin aber gleich wieder da. Ich hole da nur Verstärkung. Keiner verlässt unmotiviert den Raum. So, hier ist die Felge, da unten ist die Felge, das sind die Speichen. Ne? Da sitzt der Reifen und da innen drin freut sich der Jubles, dass er seine Ruhe hat und ihn kein Schlauch belästigt. Oder da innen drin ist der Schlauch und der ist aufgeblasen und ist total happy. Da ist was drinnen, hauptsächlich Luft. Weiter geht's. Die meisten Hersteller haben gute Ideen und denken sich, Moment, auf der Lauffläche, also da oben,
Da will ich, dass das lange hält, weil die werden ja als erstes abgenudelt und deswegen machen sie oben eine harte Gummimischung, damit es länger hält. Ich brauche hier oben keine weichen Noppen, speziell nicht am Hinterrad, weil ohnehin am Hinterrad viel Druck vom Fahrer, von der Fahrerin drauf lastet und auch härtere Noppen am Hinterrad genügend Grip generieren können. Aber durch das Gewicht der Fahrer, der Fahrerin am Hinterrad weichere Noppen sich früher abnutzen würden. Drum montieren oder instruieren oder konstruieren oder vulkanisieren viele Hersteller härtere Gummimischungen auf die Lauffläche, aber am Rand, dort wo ich wirklich einen Grip brauche, in der Schräglage, ist die weichere Gummimischung. Manche Hersteller schreiben das hin, manche nicht. Wenn einmal nichts irgendwo steht, und zwar gar nichts bei irgendeinem Reifen, kann es sein, dass einfach alles hart ist. Das ist dann ein Gummi rund um den Dom, und zwar eher der billigere, der härtere, gell? Nicht der teure Wache. Nein, das ist dann schon überall der billige. Da gibt es halt unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Ideen. Die einen machen da oben hart, Seite weich, andere machen weich, hart, noch härter. Also drei verschiedene, fünf verschiedene Gummimischungen. Manche machen innen drinnen noch einen harten Kern mit weicher Schale und also totaler Wahnsinn. Ne? Grundsätzlich ist nur wichtig, wenn ein Hersteller sagt, dass es da zwei oder drei Compounds, wie sie dann sagen, gibt, teilen sie das meistens so auf, dass auf der Seite die weicheren sind und auf der Lauffläche die härteren. Wenn es noch mehr gibt, dann ist auch oft innen ein Gummi, der unterstützt und außen der weichere Gummi, der abgenudelt wird. Wichtig für uns, wir brauchen am Hinterrad keine weiche Gummimischung. Die würde viel zu schnell abgenudelt werden, braucht kein Mensch. Wir haben hinten ohnehin so viel Gewicht von uns selbst. Da generiere ich auch mit einer härteren Gummimischung genug Grip. Umgesetzt auf diese Firma hier wird das heißen Speed Grip. Ich brauche keine soften Reifen am Hinterrad. Das ist Verschwendung. Verschwendung von Reifen und Verschwendung von Energie. Weil das E-Mountainbike braucht Strom und meine Haxen brauchen auch Energie. Umso weicher der Reifen hinten ist, umso eher trete ich in Knetmasse hinein. Umso härter der Reifen ist, umso leichter rollt er in der Regel auch. Speed Grip am Hinterrad bei Schwalbe. Bei anderen Herstellern heißen Gummimischungen halt anders, aber auch dort eher die härtere hinten und vorne die softere Gummimischung. Witzigerweise heißt Soft bei Schwalbe Soft. Es gibt auch noch Ultrasoft und bei Ultrasoft sind wir genau dort, wo wir am Anfang schon gesagt haben, wir fahren keine Rennen. Wenn ihr euch ultrasofte Reifen draufschrauben wollt, weil ihr zu viel Geld habt oder einen Sponsor, der euch Reifen schenkt oder ich weiß ja nicht, warum ihr euch ultrasofte Reifen draufschrauben wollt, spart euch das Geld. Ultrasofte Reifen sind sehr schnell durch. Ultrasofte Reifen machen Sinn, wenn ihr ein Rennen fahrt. Ultrasofte Reifen machen keinen Sinn, wenn ich will, dass die lang halten. Und so Reifen sind nicht unbedingt billige Dinge. Also die sollten schon ein bisschen länger halten, wie nur zwei Renndurchläufe. Ultrasoft, wenn es nicht sein muss. Und hinten schon gar nicht, um Gottes Willen. Also hinten ultrasofte Reifen. Erstens mal vernudelst du dich schneller, als du willst. Zweitens einmal, da trittst du es gar nicht, weil das Radl so am Boden klebt. Und da ist viel besser, man lässt einfach ein paar PSI aus dem Reifen raus und generiert dadurch mehr Grip, als ich generieren würde, wenn ich Ultrasoft verwende. Ich fahre vorne Soft, hinten Speed Grip und das ist pipifein. Okay? Mehr wie Soft ist nicht notwendig. Bei anderen Herstellern heißt es dann, weiß ich nicht, Max Grip und hinten Max Terra oder irgendwie so. Aber ich brauche vorne nicht Ultra Grip oder Ultrasoft oder so. Es reicht normale, weiche Reifen. Das reicht. Vorne, hinten die härtere Gummimischung. Genauso beim Profil vorne eher das gröbere Profil, weil vorne will ich die Spur halten. Hinten kann es gerne auch ein bisschen weniger Profil sein. Hinten brauche ich keine Spur halten. Der Hinterreifen rennt man sowieso hinten nach, wurscht, wo ich hinfahre. Also der Hinterreifen muss mir folgen, der ist mechanisch mit mir verbunden, dem bleibt gar nichts anderes über. Aber der Vorderreifen hilft mir, die Richtung zu halten. Vorne brauche ich Profil, softe Gummimischung, hinten ist Profil auch wichtig, aber nicht so. Da ist wichtiger, er rollt gut und eine härtere Gummimischung, Speed Grip, damit er länger hält. Wenn ich dann immer noch Grip brauche, kann er ein gewisses Maß an Luft einfach ablassen, die Auflagefläche erhöhen und dadurch habe ich automatisch mehr Grip. Ein Moment, da steht noch was drauf. Super Trail steht es wieder drauf. Ach Gott, na, da gibt es ja schon wieder was anderes. Ne? Da steht drauf Super Trail, da steht drauf Super Ground.
Ave Tere. Auf den steht sogar drauf Super Gravity. Was heißt denn das wieder? Unterschiedliche Karkassen können unterschiedlich aufgebaut werden. Das war ein schlauer Satz. Der ist zwar inhaltlich richtig, aber unheimlich schlau. Ich werde es ganz kurz einmal versuchen. Moment, ich mache da wieder eine kurze Achtung. Unterschiedliche Hersteller nennen ihre Dinge unterschiedlich. Das haben wir mittlerweile geklärt. Nachdem ich nicht weiß, wie das alle anderen Hersteller nennen und ich nicht einmal das weiß, wie Schwalbe das nennt, nennen wir es einfach dort, wo es für uns im hobbysportlichen Mountainbike-Bereich relevant ist. Da wir keine Cross-Country-Fetische sind, die mit 8,6 Kilogramm schweren Rädern durch den Wald flötzen und für die es die größte Todsünde wäre, einen Reifen zu nehmen, der 10 Gramm mehr hat als ein anderer Reifen, die sich sogar mit Seitenschneider die Stollen runterschneiden, damit der Reifen leichter wird, beginnt unsere Welt bei Schwalbe bei Super Ground. Wie auch immer die wirklich aufgebaut sind, okay, das ist jetzt keine tatsächliche Darstellung der Realität, das ist keine Darstellung, das ist keine technische Zeichnung oder irgendwas, das ist nur skizzenhaft, okay? Ein normaler Reifen hat hier quasi da sind im Durchschnitt, ne, im Querschnitt, ne, hat dieses normale Gewebe, wo wir zuerst schon gelernt haben, 60 dpi, 120 dpi, was aus der Teufel, wie viel dpi, ne? Normales Gewebe. Und dann gibt es eben verstärkte Reifen, zum Beispiel der Super Ground von Schwalbe. Der hat halt dann, wo auch immer, das obliegt dem Hersteller. Manchen Herstellern ist es wichtig, dass auf der Lauffläche was Zusätzliches aufgebracht wird, um Durchstiche schneller zu verhindern. Anderen Herstellern ist es wichtig, dass auf der Seite was aufgebracht wird, um den berüchtigten Snakebite durch die Felge bei einem Durchschlag eher zu verhindern. Also wo die das aufbringen, muss man nachschauen auf der Herstellerseite. Die allermeisten Hersteller erklären das sehr gut auf ihrer eigenen Webseite. Da sieht man dann, aha, da ist irgendwo eine zweite Schicht. Bei Schwalbe ist es halt so, Super Ground, nächste Eskalationsstufe Super Trail, nächste Eskalationsstufe Super Gravity. Und viel mehr brauchen wir auch schon nicht, weil alles andere drunter oder drüber ist für jeden normalen Menschen vollkommen Overkill. So wie könnte man sagen, sehr skizzenhaft und vereinfacht formuliert, okay? Stimmt in der Realität natürlich nicht, der Reifen ist ein hochkompliziertes Ding, aber sehr skizzenhaft formuliert könnte man sagen, bei Super Ground habe ich eine Schutzschicht, bei Super Trail habe ich eine zweite, bei Super Gravity noch eine dritte. Sehr grob formuliert, okay? Das ist aber nicht richtig, das ist bei meiner... Ja, eh nicht, das ist auch keine technische Zeichnung. Es soll nur erklären, Super Ground ist halt ein bisschen leichter und flexibler, weil da ist halt weniger Gewebe drin. Beim Super Trail ist schon mehr Gewebe drin, der ist schon ein bisschen, also der dämpft schon besser, da ist schon mehr Masse da. Und beim Super Gravity, da ist schon mehr Gewebe drin wie sonst irgendwas. Also das ist schon, da ist schon was da, da musst du schon richtig mit Felsen dagegen donnern. Heißt ja auch Super Gravity, hat ja einen Grund, dass der so heißt. Ne? Musst du schon mit Felsen dagegen donnern, damit irgendwas passiert. Wann verwende ich jetzt was? Ich bin selbst letztes Jahr am Hinterrad Super Ground gefahren und hatte null Pannen. Bin aber mit dem Hinterrad, wo Super Ground drauf war, nicht im Bikepark gefahren, sondern auf Hometrails. Ohne spitze Steine, ohne große Probleme. Fahre ich also eher auf waldigerem Boden, kann es durchaus sein, dass eine eher nicht so sehr martialische Aufbauweise, in dem vorher Super Ground, super ausreichend ist. Fahre ich irgendwo, wo ich nicht genau weiß, wo ich fahren werde und ein bisschen mehr Schutz schadet sicher nicht. Nächste Eskalationsstufe, Super Trail. Weiß ich, ich fahre irgendwo, wo spitze Steine sind, wo ich irgendwo ganz wild rumpel, die Pumpel und klassisch Gravity. Ne? So, was man früher gesagt hat, Downhill, Freeride, hallo da hoch, bum bum. Naja, dann Super Gravity-Reifen. Fahre ich auf einem Waldweg oder tu pendeln und will unbedingt keine Panne, komme was da wolle, dann könnten trotzdem Super Gravity-Reifen vielleicht eine Alternative sein. Ich muss mir aber klar werden, dass ich mit den Super Gravity-Reifen mir sehr viel Gewicht auf die Felge schnalle. Rotierende Masse, ich weiß, das interessiert keinen. Oh ja, es interessiert uns schon, und zwar abhängig davon, wo wir fahren. Ein Rennradfahrer interessiert es witzigerweise relativ wenig. Der beschleunigt einmal und fährt die nächsten 100 Kilometer immer geradeaus. Beim Mountainbike, wenn du pendelst, kann das der gleiche Fall sein. Wenn du aber im Gelände fährst oder permanent beschleunigst, bremst, genau dort macht sich rotierende Masse sehr wohl bemerkbar, ob ich nämlich beim Beschleunigen ein bisschen leichter oder schneller beschleunigen kann oder nicht, wirkt sich aus auf deine eigene Kraft und den restlichen Saft in deinem E-Mountainbike-Akku.
Also je nachdem, wo du fährst, was du fährst, wie oft du beschleunigst und bremst, sind vielleicht nicht unnötig schwerere Reifen, die du eh nicht brauchst. Weißt du, was ich meine? Also, ich fahre mit Super Trail schon seit, weiß nicht wie lange, ich bin zu Beginn auch, also ich bin 2020, ich bin ja fast nur Super Gravity gefahren. Keine Pannen, keine Probleme, alles geil. Aber ein bisschen schwerer. Dann habe ich probiert, auf Super Trail down zu reden. Was war? Es war leichter, es ist ein bisschen lebendiger gefahren, weil es halt leichter war, aber trotzdem keine Pannen. Dann noch übermütiger gewesen, ganz andere Raffen genommen, drei Pannen hintereinander. Also das ist, man muss halt immer schauen, passt der Reifen zum Einsatzzweck? Und den sollte ich dann nehmen. Was ist mir wichtiger? Gewicht oder eine gewisse Bahnensicherheit? Greife ich eher zu den Gravity-Reifen, obwohl ich kein Gravity-Fahrer bin, aber die bieten mir halt mehr Bahnensicherheit. Oder ist mir Gewicht dann doch wichtiger und ein bisschen aufpassen tue ich eh. Und wenn ich im Bikepark gehe, montiere ich mir andere Raffen oder ich passe eh auf. Oder ich bin in einem Bikepark ohne große spitze Steine und fahre eh nur Flow-Trails. Für einen Flow-Trail braucht auch kein Mensch einen super Gravity-Raffen. Das Wichtigste ist, ihr müsst wissen, was heißt 65-622. Passt der Reifen überhaupt auf meine Felgen? Was heißt 622? Ja, richtig, 29 Zoll. Und was heißt 584? 27,5 Zoll. Denkt daran, der dicke Pullover von der Oma oder ein Kaschmirpulli. Womit wollt ihr lieber durch den Wald fahren? Jetzt nicht angezogen, sondern auf der Felge. Wobei auf der Felge. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Wenn wir es am Ende auf eine Empfehlung rauslaufen lassen wollen, markenunabhängig, dann sage ich vorne was Ordentliches mit Profil. Da hat jeder Hersteller was sehr Profiliges im Programm, mit einer soften Gummimischung, vielleicht zwei 5er, zwei 6er am E-Mountainbike. Hinten härtere Gummimischung, weniger Profil, muss nicht gleich ein Semislick sein, aber halt einfach weniger Profil und alles ist gut. Zwei 4er, zwei 5er. Größere Reifen mit mehr Volumen fühlen sich ein bisschen, wie soll ich sagen, bequemer an, fahren sich aber auch ein bisschen indirekter. Ne? Das kann man wollen, dass das so ein bisschen sofaartig daherkommt. Man kann aber auch wollen, dass man spürt, wo der Reifen gerade ist. Wenn ihr schlauer geworden seid, dann schreibt es unten rein. Würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen ein Feedback kriegt. Wenn ihr noch verwirrter seid wie vorher, dann schreibt es auch unten rein. Ansonsten, wenn es keine Fragen mehr gibt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt wie ihr seid. Tschüss, Baba. Und ciao.